Hallo liebe YouTuber, ich habe heute mal wieder Gelegenheit gehabt, ein bisschen zu basteln, verlegtes Wochenende und so. Was dabei rausgekommen ist, ist diese kleine LED-Matrix hier. Man sieht 5x3 LEDs, 5x3 genau die Menge, die man braucht, um Ziffern darstellen zu können. Ich bin besonders stolz darauf, dass die Lötarbeit diesmal ziemlich gut gelungen ist. Wenn man sich das mal so anschaut, ja, ist schon. Na, für Lochraster einigermaßen in Ordnung. Und das hier ist ein kleines Vorprojekt, wenn man so will, für die nächste Bastelei, die ich vorhabe. Haha, ich verrate jetzt noch nicht genau, was das ist. Aber es wird etwas sein, was Ziffern darstellt, deswegen auch die Auswahl der LED-Größen. Und ich zeige jetzt noch mal kurz, dass es geht. Dazu schließe ich Masse hier unten an. Und hier oben kann man dann mit Plus sehen, wenn ich Plus stecke, ne, sieht man es einigermaßen. Ich mache das Licht hier mal aus. Ja, wenn ich Plus stecke, leuchtet die LED. Die Idee dabei ist, dass ich unten, wo jetzt die Masse dran ist, einen RGB-Controller mit, nicht RGB-Controller, einen LED-Controller, so eine Konstantenstromquelle anschließen werde. Und dann an der Seite, wo Plus reinkommt, werde ich multiplexen, also ganz schnell mit dem Mikrocontroller durchscannen und dann die Zahlen stellen. Und das Ergebnis soll dann mal ein vierstelliges Display in der Richtung werden. Das heißt, ich werde dann insgesamt 9 von den 16 Kanälen von diesem 5940-Controller, den ich da verbauen werde, belegen. Und habe dann sogar noch 7 Kanäle frei, um zu sehen, ja, was man sonst so machen kann. Rechnen vielleicht, weil 4x3 ist natürlich 12 und nicht 9. Das heißt, ich habe noch 4 freie Kanäle hinterher. Die benutze ich dann für irgendwelche Status-LEDs. Aber um meine Software für das nächste, was ich da bauen will, auszuprobieren und schon mal vorweg zu testen, ist so eine kleine LED-Matrix schon mal ziemlich gut. Ich war übrigens auch sehr, sehr begeistert von der Lochrasterplatine, die ich hier benutzt habe. Die sind sehr, sehr gut zu löten. Werde unten dran bei dem Post hier auf jeden Fall auch noch einen Link zu den Platinen bei Amazon dazu schicken. Und ja, damit verabschiede ich mich eigentlich schon wieder von euch. Wünsche euch einen wunderbaren Restsonntag und gehe mir, nachdem ich das hier hochgeladen habe, ein Bier holen. Bis dann, ciao.